ein Stück von einer Dachziegel. Ja, hallo beisammen. Heute befinden wir uns in Oftersheim und zwar genauer gesagt im Naturschutzgebiet Oftersheimer Dünen. Im Hintergrund kann man eventuell noch die Motorgeräusche vom Hockenheimring hören. Da wird anscheinend heute irgendwie Probe gefahren. Ein ziemlicher Lärmpegel herrscht hier im Wald. Ich weiß jetzt nicht, ob man es hört. Und wie schon gesagt, wir befinden uns hier im Naturschutzgebiet Oftersheimer Dünen. Dieser Weg hier vor mir ist in der Oftersheimer Umgangssprache das Geisterbändel. Laut alten Oftersheimern soll hier irgendwann mal in den 50ern, 60ern ein Junge mit dem Fahrrad verunglückt sein. Und daher leitet sich der Name ab, das Geisterbändel. Früher sind wir hier immer mit unseren, mit unseren Minirädern untergerast vom Sandbuckel aus, der sich da vorne in diese Richtung befindet. Dann sind wir von hier kommen, so schnell wie möglich das Geisterbändel runtergefahren. Und da ging es weiter. Und ich laufe jetzt mal das Geisterbändel zurück. Und aus meiner Kindheit habe ich noch in Erinnerung, direkt oberhalb vom Sandbuckel, da waren früher so Mauerformationen. Und da will ich mal heute hingehen, ob die noch existieren. Das Ganze ist ja jetzt auch schon 35 Jahre her. Oder 40. Und ich schaue mal, ob die Mauern, die Grundmauern noch sind und suche mal das Gelände darum ab, ob man noch irgendwas finden kann. Und versuche später eventuell noch in Oftersheim mit älteren Oftersheimern zu sprechen, ob sie sich erinnern können, welches Gebäude hier damals stand. Und dann viel Spaß bei der heutigen Tour. So, jetzt bin ich am Naturschutzgebiet Wildherrenhügel angekommen. Sieht man das schöne offene Plateau, der höchste Punkt, ich glaube 112 Meter. Hier wurden viele Kiefern gefällt, um diese offene Fläche zu bekommen. Hier ist natürlich dann die ganze Pflanzen- und Tierwelt vorhanden, die praktisch hier auf diesem Sandrasen sich wohlfühlt und sehr selten ist. Da unten sieht man jetzt die Oftersheimer Grillhütte. Die kann man mieten und dort Feste feiern. Auch mehrere Vereine feiern hier immer ihre Feste. Besonders bekannt ist der Tag des Waldes, der immer einmal im Jahr hier im Spätsommer stattfindet. Bei dem Tag des Waldes dreht sich dann alles um die Natur und um das Schutzgebiet hier in den Oftersheimer Dünen. Und im Hintergrund sieht man jetzt, hier sieht man dann die Bergkette der Bergstraße und am Ende sieht man dann den Königstuhl bei Heidelberg, die höchste Erhebung. In der Oftersheimer Grillhütte ist im Hintergrund jetzt der Sandbuckel. In meiner Kindheit waren hier auf dem Sandbuckel keine Pflanzen, keine Bäume. Es war einfach nur eine Sandfläche. Und wir sind dann immer von da oben im Winter mit dem Schlitten runtergefahren. Und hier dieser ganze Wald, das gab es alles nicht. Bis 1960 konnte sich ja jedermann frei bedienen und den Sand holen. Für den Bau oder zu Hause den Sandkasten oder was man immer wollte. Erst 1960 wurde das dann verboten. Und da hat sich dann hier Oftersheim und die ganze Umgebung an dem diesem schönen Sand hier bedient. Dieser Flugsand vom Rhein, nachdem sich der Rhein gesenkt hat und den Sand freigegeben hat und dann die ganzen Sandkörner hierher geweht. Und die Oftersheimer Düne ist auch die größte Binnendüne Baden-Württembergs. Und oben ist ja dann der Feldherrnhügel mit 112 Meter, die höchste Erhebung.
habe jetzt den Weg verlassen. Da vorne sieht man ihn noch. Und bin jetzt in diese Richtung gelaufen. Da vorne sieht man meinen Rucksack. Und auf der Höhe meines Rucksackes habe ich tatsächlich die alte Grundmauer entdeckt. Hier sieht man sie. Hier sieht man die Grundmauer. Und sie geht von hier aus nach links. Da sieht man noch, bis sie weiter geht. Ein ganz schönes Stück noch. Immer noch, immer noch. Ziemlich lang. Da muss ich jetzt aufpassen. Da ist alles voll weiß dann. Ja, hier scheint sie zu Ende zu sein. Dieser Stelle machen wir das Efeu weg. Oh. Ja. Ich gehe mal kurz zum Rucksack und hole den Spaten. Ich bin jetzt an der Stelle, wo ich das Efeu entfernt habe. Und werde hier mal das Fundament. Oder werde hier die Mauer mal freilegen. Die Mauer dieses mysteriösen Gebäudes hier im Oftersheimer Wald ist riesig. Hier hinten, wo ich die Erde weggeschaufelt habe, ist noch Mauerwerk drunter. Dann zieht sich das hier entlang. Da kann man es gut erkennen. Hier sieht man meinen Rucksack. Das ist ein schöner Sonneneinfall, hier kann man es nochmal gut erkennen. Und es geht ewig weiter. Immer noch. Und immer noch. Und immer noch. Hier sieht man nochmal die Mauer. Da habe ich im Spaten nochmal was freigelegt. Auch hier hört man den Stein. Dann habe ich 2 Meter weiter das nächste Stück freigelegt und ja, nochmal 2 Meter weiter. Ich weiß jetzt nicht, wie lange das noch geht. Ich höre jetzt auf. Die Zeit wird zu knapp für mich. Ich schaue das nächste Mal weiter. Ich bin total überrascht. Ich hatte diese Grundmauer viel kürzer in Erinnerung. Aber es sind da jetzt mindestens schon 40 Meter. Und ich habe das Ende noch nicht gefunden. In dieser Richtung ist die Straße. Sieht man noch ein Stück von einer Dachziegel. Hier sieht man die Ziegel und hier sieht man dann die Quermauer hier unter dem Moos. Diese Quermauer in der Höhe von meinem Rucksack geht dann hier Richtung Straße. Ich werde jetzt demnächst nochmal herfahren und mehr freilegen und werde, wie gesagt, im Ort mal mit den alten Oftersheimern sprechen, sich noch jemand erinnert. Hier sieht man nochmal schön die Mauer rausschauen und auf der Höhe von meinem Rucksack circa ist ja dann die lange
hintere Mauer. Und das wäre es mal für heute. Und ich kümmere mich drum. Tschüss.